Ja, wir haben jetzt gerade erfahren, dass hier die Straße entlang Richtung, also auf diese Esslandstraße, auf der wir gerade sind, auf der Reichsstraße 2, sozusagen drauf folgend, die Frau wohl gegangen ist. Also nicht gerade, sondern das hatten wir schon davor am Waisenhaus erfahren. Gestern Abend. Aber leider verlaufen sich gerade hier so ein bisschen die Spuren. Was wir aber noch erfahren haben, ist, dass die Frau wohl aus Osten kam, so diesen Rotweg, den langen Weg, den ihr jetzt gerade auch entlang gekommen seid, bevor ihr auf die Streichstraße gebogen seid. Sozusagen, da ist die Frau wohl hergekommen. Jetzt ist die Frage, ob wir der Frau versuchen wollen, den Weg nachzugehen. Aber das war schon vor einigen Tagen, wo die Frau den Rotweg entlang gegangen ist, von Osten nach Westen, also hier Richtung ne, Traubenmarkt. Oder ob wir jetzt den Weg von gestern versuchen wollen, weiter zu rekonstruieren. Ja, die Informationen, die wir erhalten sind noch älter. Vielleicht auch gar nicht zutreffend, aber eine Frau mit der Beschreibung, die ungefähr auf die Beschreibung passt, scheint wohl vor einer Woche oder anderthalb hergekommen zu sein. Ja, einer Gruppe von 5 Pilgern. Sie hat aber nicht nur einen dieser Hunde dabei, sondern drei. Pilger scheint wohl, ja, wie die typische Gruppe eben, von überall zu kommen. Aus allen anderen Ländern. Und einer davon soll sogar von diesen Inseln kommen, wo die Priesterkaiser hingeschickt wurden oder wie auch immer. Scheinen wohl, also so hat das die Wache vermutet, an einer der Pilgerunterkünfte untergekommen zu sein. Und der Priesterkaiser, was weiß ich, sagt alle, scheint wohl eine zu sein. Und wo war nochmal die andere? Falk? In der Stadt des Lichts sind auch noch viele Pilger untergekommen. Drei Orte, die euch genannt wurden, sind die Stadt des Lichts, der Kaiser Noralex Sakrale und der Priester, der Pilgerplatz muss irgendwo hier sein, im Meilersgrund. Ja, genau. Und hier auf diesem Meilersgrund, da wo sollte noch ein Pilgerplatz sein, da sind auch einige untergekommen. Liegt irgendwas davon Richtung Osten von hier? Also, ja, genau, sozusagen. Der Meilersgrund liegt im Osten von uns. Das heißt, den Rotweg, da wo die Frau herkam, die Wahrscheinlichkeit ist jetzt ziemlich hoch, dass die von daher kommen könnte. Ja. Also, wenn wir nach Meilersgrund gehen und dort sozusagen, wenn ich mich dort ein bisschen durchfrage, glaube ich, dass ich die Frau dann recht schnell finden kann, weil ich glaube, nicht so viele Leute haben hier diese Hunde dabei. Wenn wir davon annehmen, dass die erste Baronen und anderen keine anderen nennenswerten Informationen gesammelt haben, sollten wir nicht ohne leere Hände zurückkommen. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal an. Ja, und wer weiß, wie lange die anderen in der Stadt des Lichts brauchen. Das heißt, ihr geht zum Pilgerplatz, um dort nach der verschleierten Frau zu suchen, richtig? Ja. Jawohl! Parallel sind die anderen schon in der Stadt des Lichts kommen sie gerade an. Sim hat den Zaubertrank getrunken und hat die Heiltränke an die anderen beiden weitergegeben. Alles klar. Das waren zwei Heiltränke, ne? Das heißt, jeder von den anderen beiden, jeder von euch bekommt einen. Sagen. Gut. Okay. Hier kommt zum Rittertor die Greifenstraße entlang. Und gegenüber dem Rittertor befindet sich eine große Greifenstatue. Vor dem Rittertor selbst stehen links und rechts jeweils ein Sonnenlegionär, ungefähr 8 Bannstrahler. Die überwachen die großen Mengen von Pilgern, die das Gelände betreten und verlassen. In der Stadt des Lichts selber geht absolut was vorwärts. Darf diese Tokens hier alle aufdecken, die hier sind. Warte, ich muss kurz was wegsortieren. Aufdecken. Zum Zwecke dieses Kongresses seht ihr eine Gruppe von vielleicht 50 Geweihten dem Tempel des Lichts selbst in verschiedenen Gruppen verteilt stehen und Unterhaltungen führen. Als ihr aber das Tor betretet, hebt einer der Sonnenlegionäre die Hand und schaut Travigo an. Seid für Dan Steinhauer engagiert, nicht wahr? Richtig, wir sind im Auftrag der Inquisition unterwegs. Ja, Priodan, Tiburon, begleitet die beiden doch am besten mal in die Kirchenakademie. Ja? Beiden Bannstrahler, einer von ihnen ein riesiger Typ, nicken.
Alles klar, Junge. Sollten wir uns Gedanken machen? Also. So? Der Sonnenlegionär scheint kurz ein bisschen verwirrt. Wir dürfen doch frei uns auf dem Gelände bewegen, oder? Um unsere Spuren nachzugehen. Der Sonnenlegionär zögert für einen halben Herzschlag und sagt dann langsam: Ja, dürft ihr. Allerdings ist nach eurer Anwesenheit gefragt worden. Oh, na dann selbstverständlich, ich begleite euch. Nicht mich, sagt der Sonnenlegionär, die beiden Kameraden vom Orden des Bandschrei. Selbstverständlich. Und so bringen die beiden Bandstrahler euch am Rittertor und an der Garnison der Sonnenlegion vorbei, über den großen Platz der Sonne und dann in die Kirchenakademie hinein. Links würde ich meine Kameraden mal mit dem Ellbogen anstopsen. Seht ihr das? Da links läuft gerade eine verschleierte Dame und sie hat einen wunderschönen Wehrheimer Bluthund an der Leine. Geht mit ihm wohl gerade Gassi in diesem Bereich. Hat sich ein bisschen abgesondert von der großen Menge an Gewalten, die sich hier gesammelt haben. Nur aus Interesse. Spürt Kasim diese erdrückende Macht eines Arcanum Interdictums? Noch nicht, du bist noch nicht im Tempel wahrscheinlich. Ne? Das Problem ist, dass das ewige Licht ja sowieso gerade nicht da ist. Also ich weiß nicht, ob das Arcanum Interdictum nur hier wirkt oder auf dem ganzen Rechteck, aber ich glaube, während das Licht verschwunden ist, wirkt es gar nicht. Okay. Nur so als Integration wegen Weihe und so, ne? Okay. Ja. Also Kasim spürt es im Grunde im Augenblick nicht. Das ist... Ist das... Herr Bandstrahler, entschuldigt. Hä? Ja, Junge? Wir müssen vielleicht ein wenig unser Arrangement verzögern. Junge, aber ich soll euch doch zur Ragnaden Steinhauer bringen. Der andere Bandstrahler sagt, nee, Tiburon. Er hat gesagt, die dürfen sich hier frei bewegen. Der Riese scheint kurz nachdenken zu müssen. Ah ja, okay. Dann warten wir auf euch. Könnt ihr mir sagen, wer diese Dame ist? Nee. Verschleierte. Aber gut sieht die schon aus, ne, sagt der Riese. Ja, das war eigentlich nicht meine Frage. Aber gut, Freunde, sollten wir mit ihr reden? Verzeiht, gute Frau. Oh, die Frau hält an, der Hund ebenfalls. Und er setzt sich sofort hin, schaut zu seinem Frauchen hoch und schaut dann zu euch. Ohren aufgerichtet, den Schweif taff, schaut er euch der Hund freundlich und aufmerksam an. Ich störe nur ungern, aber es ist ein wundervolles Tier, das ihr da bei euch habt. Frau lächelt, was man hinter dem Schleier kaum sehen kann, und sie streckt eine behandschuhte Hand in Richtung des almadanischen Caballero. Würde ihr mit einer leichten angedeuteten Verneigung einen Kuss auf die Hand geben? Die Frau macht einen Knicks, stellt sich als Sarah Carfank vor. Carfank. Der Name hat Gewicht, nicht wahr? Lächelt. Nun, unser Onkel hat sich etwas versündigt vor einigen Jahren. Räuspert sich. Aber die Familie hat diese Schande einigermaßen überstanden. Als Hintergrund, der Oberbürgermeister Carfink hat versucht, im Jahr des Feuers die Stadt an Galotta kampflos zu übergeben. Oh. Aber die Familie ist relativ einflussreich und bekannt, wenn ich mich nicht täusche, ne? Ja. Ja. Sagt was, und ich würde mal die Hand einfach mit ein bisschen gebührendem Abstand in Richtung des Hundes ausstrecken. Mal gucken, ob er mich mag. Der Hund schnuppert und er bleibt aber an der Stelle, an der er sich hingesetzt hat, neben seinem Freund, bleibt er sitzen. Er schnuppert aber und streckt auch den Kopf ein bisschen nach vorne, und es scheint ein außerordentlich gut erzogenes Tier zu sein, das sich aus außerordentlich klugen Augen anschaut und sehr freundlich wirkt. Würde ich ihn mal ein wenig streicheln, allerdings nicht am Kopf. Was treibt euch in die Stadt des Lichts? Die Frau atmet einmal tief ein und aus, und ihr könnt alle dreimal Menschenkenntnis würfeln. Na, da bin ich ja richtig gut drin. Könnte ja ein kritischer Erfolg sein.
Kultur Manadistan zum Mittelreich. Wie viele Punkte gibst du mir dafür? 4. Danke. So überhaupt nicht. Wenn ihr mich fragt, ist sie höchst vertrauenswürdig. Wir sollten weiterziehen. Also, Feudalsystem, Lehnsherrschaft als weltfremd, zählt das? Nö. Okay, dann ist nur Macht der Schwert. Avigor, dass die Frau euch mustert, nachdenklich. Und dann zu einem Entschluss kommen scheint, euch mehr zu sagen als vielleicht klug. Da schaut sie euch an und sagt, nun, ihr wisst, mit dem Augenblick der Kongress des Lichtes statt, wird viel über Gerechtigkeit und die Doktrin der Kirche geredet. Als Akolotin fühle ich mich der Sache verbunden. Und es gibt manche hier in der Stadt des Lichts, die gerne zu den Verbrechen in der Vergangenheit der Kirche bekennen würden, um frei von Sünde, mit Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit rückblickend in die Zukunft schreiten zu können. Sie faltet die Hände vor ihrem Bauch. Das ist natürlich im Augenblick von manchem nicht gern gesehen, erklärt sie. Darf man fragen, wo ihr untergekommen seid? Hier ist so viel los. Seid ihr hier auf dem Gelände? Nein. Wir suchen auch nach einer Unterkunft. Ja, in Meilersgrund am Pilgerplatz gibt es einige Häuser, die Pilger aufnehmen für kostenlos. Eines von ihnen hat außen dran aus Messing eine Sonne hängen. Dieses ist es, in das ich gekommen bin. Ach tatsächlich, wie lange seid ihr schon da? Ist da viel los? Vielleicht eine Woche oder so? Schätzt sie? Vielleicht könnte das die Lösung sein. Aber da ist viel los, sagt sie, ja. Sehr viel. Und ihr sagt, ihr gehört zu jenen, die offen und ehrlich mit der eigenen Vergangenheit umgehen wollen? Etwas leiser. Ja, das Bekennertum wird momentan geht auf der Anklagebank, müsst ihr wissen. Hat schon einige hochnotpeinliche Befragungen seitens der Inquisition gegeben an bekannten Bekennern. Seid ihr dort zu finden in diesem Haus? Können wir euch dort treffen? Dort treffen. Wenn die Sitzungen und Seminare des Tages vorbei sind, begebe ich mich normalerweise dorthin zurück. Ah, gut, ihr habt Seminare, sonst hätte ich unverblümt mal gefragt, ob ihr uns nicht begleiten wollt. Leider nicht. Es gibt einige Seminare, an denen ich noch teilhaben wollte. Wisst ihr, es gibt die Idee, dass es eine vierte Säule des Glaubens geben sollte. Auch außerordentlich interessant finde. Ja, weil die drei ersten Säulen, die kennen wir ja alle. Ich hoffe nur, eure philosophischen Gedanken überfordern mich nicht. Eigentlich ganz einfach, wisst ihr, Recht und Gesetz sind ja schon Grundsäulen des Glaubens. Aber viele in der Kirche, die propositionieren, dass man Gerechtigkeit ebenfalls zu einer Säule macht. Denn nicht alles, was Recht und Gesetz ist, ist auch gerecht. Versteht? Es geht um eine Vollkommenheit. Ich kann der Wahrheit. Ich kann eure Auseinandersetzung mit der Vergangenheit der eigenen Zunft durchaus nachvollziehen. Etwas, das meine Zunft in vielerlei Hinsicht auch dringend notwendig hätte. Er lächelt. Es gibt, glaube ich, sagt die Frau etwas nachdenklich, nicht einen einzigen Schlag Menschen oder irgendeine Gruppe Menschen auf dem ganzen Kontinent, irgendwelche schrecklichen Verbrechen sich in der Vergangenheit geleistet hat. Ich glaube, es würde allen Menschen gut tun, offen und gerecht, fair und ehrlich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen würden. Noch immer, wisst ihr, wird der Tag des Erntefestmassakers in der Kirche des Herrn Praios in vielen Teilen des Landes als Feiertag begangen. Nur aus Respekt an diesem Ort sage ich dazu nichts. Lächelt etwas. Nun, Hauptdank, Frau Kafenke. Ich denke, wir wissen dann, wo ihr zu finden seid, wenn wir eure Weisheiten erneut aufsuchen wollen. Richtig? So ist es.
Fühlt euch frei, euch zu uns zu gesellen. Es sehr gibt gern. Manche Freidenker der Societas Quaniones Luminis, die sich dort treffen. Und neue Gesichter sind stets willkommen. Dann möchte ich euch zurück. Ihr seht, dass sie zu einer Gruppe von Priestern läuft, mit einigen jungen Priestern auch dabei, einem mit wirrem Haar und einem, der die ganze Zeit in die Sonne guckt und schon ganz weiße Augen hat davon. Und die beiden Bandstraller haben noch immer auf euch gewartet. Wir sollten gehen. Sie hat uns mehr erzählt, als sie wollte. Vielleicht aber nicht alles, sage ich zu den anderen gerichtet. Wir sollten später darüber sprechen, nicht an diesem Ort. Und so kommt ihr... auch nicht gegenüber der Inquisitionsrätin. Fürs Erste. So kommt ihr in den Seminarraum, in welchem ihr oder einige eurer Kameraden schon legionäre verhört hatten. Bilbira Steinhauer und einige Priester sitzen an der hohen Tafel am Kopfende des Seminarraumes, als ihr den Raum betretet. An der Fensterwand, welche auf den Tempel der Sonne selbst und auf die dort versammelten Priester und Diskuteure und Debütanten schaut, seht ihr denselben stillen, großen Mann stehen. Er schaut hinaus und wendet nur einmal den Kopf zu euch, als ihr den Raum betretet, und schenkt euch ein Nicken. Bilbira Steinhauer selbst erhebt sich von ihrem Platz in der Mitte des Stirntisches und winkt euch, näher zu kommen. Nachdem ich mich erneut tief verbeugt habe, trete ich näher. Ebenso. Ja. Kasim verbeugt sich auch tief, vermutlich nicht der Etikette entsprechend, und folgt dann auch. Es hat einige, sagt sie, Entwicklungen gegeben. Es ist jemand abhanden gekommen, der... Sagt euch der Name Goswin von Wetterau etwas? Goswin von Wetterau. Nein. Entschuldigung. Er ist sich durch die Kirchen reingegangen, dass ihm auf dem Orakel von Baltria offenbart wurde, dass er ein tatsächlicher Nachkomme des heiligen St. Uvilmar ist. Goswin von Wetterau ist heute Morgen nicht zum Seminar erschienen. Er muss wohl seit gestern Abend als verschwunden gelten. Das ist das eine, was sie sagt. Das andere, was sie sagt, ist, außerdem haben die Sonnenblicker finstere Omen gesehen. Einen Schatten in einer Urne, einen großen Henker, an dessen Kragen vier Seelen baumeln. Einen Schatten, der sich über den Tempel der Sonne legt. Wartet. Das Orakel von Baltrea? Ja, sagt sie. Halbfragend. Erleuchtet mich. Banyon war dort, oder? Als er das Licht gefunden hat? War ja auch dort, sagt sie. Würfelt auf ihre Götterkulte Werte und sagt, ja, und er war 25. Auch dort. Ja, er war auch dort. Das war eine seiner Stationen. Das Leben St. Quanions soll euch Richtschnur und Fingerzeig sein, würde ich halb in mich selbst rein und halb zu den anderen gemurmelt sagen. Gibt es Ermittlungsergebnisse, die ihr teilen könnt? Fragt sie. Wir haben vielleicht noch nicht uns ein komplettes Bild gemacht, deshalb würde ich entschuldigen, dass wir noch dran sind, die Sache zu klären. Die Inquisitionsrätin nickt langsam. Es ist oft weise, Zeit zu lassen, bis man den wahren Kern der Wahrheit gefunden hat, anstatt voreilig Schlüsse zu ziehen. Also gibt es nichts, was ihr im Augenblick mit uns teilen könnt. Könnt ihr uns sagen, was morgen oder in 2 Tagen passiert? Es steht nichts insbesondere Anregendes auf dem Kalender, soweit ich weiß. Fragt sie und schaut nach links und rechts, wo jeweils 6 Geweihte sitzen. Alle wechseln kurz Blicke miteinander und schütteln den Kopf, ohne irgendwas zu sagen. Ich habe eine Frage. Befragt. Wenn ich es kann, will ich sie euch beantworten. Kennt ihr jemanden hier in der Stadt des Lichts von gewissem Einfluss, der seine Heiligkeit den Boten des Lichts schon während seiner
ersten Amtszeit als Hilberian Preyufold den Dritten zur Seite stand. Vermutet ihr, dass solche Menschen in Zusammenhang mit den momentanen Ereignissen stehen könnte, fragt sie. Ich bin mir nicht sicher. Ja, wir gehen verschiedenen Vermutungen hinterher. Das ist vielleicht eine von vielen, die wir haben. Der Mann, der am Fenster steht, räuspert sich und fragt dann etwas leise und sehr ruhig. Ihr denkt, dass es etwas mit der ersten Amtszeit Lichtboten Hilberian zu tun haben könnte? Ich will es fast nicht aussprechen, aber nach allem, was geschehen ist, habe ich eine gewisse Angst. Ich weiß, es klingt absurd, aber könnte für eure Ohren mag das albern klingen, könnte eine finstere Macht die Kontrolle über den Boten des Lichts übernehmen, ihn etwas sagen lassen, was er nicht sagen will. Der Mann am Fenster dreht sich zu euch um und macht einige Schritte auf euch zu, sodass er bis auf Armesreichweite herankommt. Es sind schon schrecklichere Dinge passiert. Es sind schon Lichtboten von anderen Lichtboten auf dem Scheiterhaufen verbrannt worden für die Ketzereien, welche sie begehen. Habt ihr irgendeinen Indiz? Ein Blick zu den anderen beiden, ob irgendjemand den Kopf schüttelt? Die Spuren, die wir gefunden haben, sind noch nicht ganz eindeutig. Vielleicht sollten wir keine vorschnellen Schlüsse fassen. Er hat Briefe abgefangen. Briefe von jemandem, der irgendetwas plant. Und Hilberian wurde darin erwähnt. Darf ich die Erwähnung sehen? Fragt der Mann vom Fenster. Ich würde meine Tasche öffnen und die Abschrift mit dem entsprechenden Brief herausnehmen. Der Großinquisitor nimmt das Stück Papier in die Hand und er schaut es sich nachdenklich an. Er schaut es sich nachdenklich an und stellt dann fest, das ist nicht die Handschrift des Sonnenlegionärs. Nein, es ist eine Abschrift von mir. Ich, wir haben die Originale. Wir haben die Originale versteckt. Wenn jemand Vitus tötet, auf der Suche nach diesen Abschriften, hielten wir es für sinnvoller, eine Kopie anzufertigen. Ja. Der Mann vom Fenster hat das Blatt Papier gefaltet und dann Etilio zurückgereicht. Und Etilio schaut in die Augen von einem Mann, der noch niemals vor irgendetwas auch nur einen Millimeter breit Fuß gegeben hat. Wisst ihr, wer er ist? Also, Tubalcain weiß es ziemlich safe, wer er ist. Wissen die anderen, wer er ist? Ed Borbach. Kasims verhaftet. Kasims Spieler weiß es. Kasim mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht. Nee. Wie ist es mit Travigor? Nein? Travigor auch nicht, glaube ich. Aber mit einer Götter- und Kulteprobe, mit einer Sagen- und Legendenprobe weiß es vielleicht. Nicht mit einer Götter- und Kulteprobe. Es ist definitiv eine Sage und eine Legende. Also, ich würde auch würfeln, wenn er aus irgendwelchen Gründen schon mal in Draconia rumgelaufen ist. Das ist er, glaube ich, nicht. Nee, aber Kasim wirkt tatsächlich in der Anwesenheit dieser vielen Preyus-Geweihten durchaus eingeschüchtert. Travigor hat 10, Max Erschwernis 10. Ich kenne ihn auch nicht.